Ulm hat natürlich den ganz, ganz, ganz großen Vorteil, ein Wirtschaftsstandort zu sein. Aber auch hier sprechen uns oder mich in dem Fall sehr viele Leute von der Wissenschaftsstadt an, die große Firmen haben, die sagen, Mensch, Ulm, wir müssen was für Ulm tun, weil wir haben ein Problem, Fachkräfte herzukriegen. Das heißt, auch hier müssen wir einfach aufpassen, dass wir uns nicht in die Richtung bewegen, in der wir nur noch einschlafen wollen hier und nicht mehr leben wollen. Die Stadt weiß, glaube ich, selber nicht, was sie will. Ich glaube, der eine Teil der Stadt sagt, Mensch, ja, wir sind vernünftig, wir brauchen mehr Publikum, wir brauchen Steuern, wir müssen die Leute in die Fußgängerzonen schaffen, die müssen einkaufen. Wir brauchen Leben hier. Und der andere Teil sagt, nur um Gottes Willen, Parkplätze, dann kommen ja noch mehr hier rein, das darf man nicht bauen. Nahverkehr ausbauen, um Gottes Willen, das wäre ja, dann, es könnte ja sein, dass Menschen hierher kommen. Ich habe manchmal das Gefühl, die eine Hälfte will, dass es hier sehr, sehr ruhig ist und die andere Hälfte versucht, einigermaßen das in den Griff zu kriegen. So wie wenn zwei Seiten einer Stadt gegeneinander kämpfen, das Gefühl habe ich immer. Also ich glaube tatsächlich, unser Problem in der Stadt und unser Problem in Ulm ist, wir sind zu leise und nicht zu laut. In unseren Köpfen ist es noch nicht angekommen, dass wir eine Großstadt sind. Ich wünsche mir schon, dass der Ulmer auch dafür eintritt, was er will. Also manchmal habe ich das Gefühl, let me entertain you. Solange alles nach Hause kommt, das ist wunderbar, aber selber seinen Arsch hochkriegen und rausgehen, ist schwierig geworden.